würde ich euch schon mal bitten, aufzustehen, damit man diesen Bewegungsapparat schon mal in die Vertikale bringt. Ja. Also bevor wir dann wirklich in die Bewegung kommen, wobei wir schon in der Bewegung sind, werde ich noch eine kurze Einführung zum Flowdance halten, um einfach den Kontext auch ein bisschen aufzuzeigen. Ich beschäftige mich mit Tanz philosophisch seit vielen Jahren und in gewisser Hinsicht hat Mike mit seinem Vortrag auch mir eine Steilvorlage gegeben, auf die ich jetzt nochmal explizit aufspringen möchte, weil was wir vorhin reflexiv gehört haben, ist natürlich immer anwesend. Das ist klar, also in dem Moment, wo wir hier physisch anwesend sind, sind alle Dimensionen anwesend. Das heißt, wir werden jetzt nicht nur darüber reflektieren, sondern tatsächlich auch in das Experiment eintauchen. Und hilfreich ist es, dass man die verschiedenen Ebenen vielleicht auch differenziert. Weil die Frage ist, wer tanzt mit wem, wenn das Höhere selbst mit dem Ich tanzt. Also ganz klar ist, wir sind hier jetzt nicht mit einer virtuellen Projektion durch Telematik verbunden, sondern tatsächlich, wir sind in diesem dreidimensionalen Raumanzug anwesend. Und dieser dreidimensionale Raumanzug ist notwendigerweise das Ego, die Prakriti, sagt das Sanskrit, die Natur, die physische Natur. Jeder, der von seiner Mutter geboren wurde, der diese Prägungen von Kindheit bekommen hat, hat diese Individualität und ist damit dieses Ego. Allein dadurch, dass er verkörpert ist, leiblich hier anwesend. Und wenn der Spruch von einem höheren Selbst nicht mehr Utopie ist, sondern tatsächlich eine höhere Dimension in uns, letztlich der Geist, das ist ja die Anthropologie, die da dahinter steht. Mike hat ein schönes Buch über den integralen Menschen geschrieben. Eine integrale Anthropologie. Das heißt, das höhere Selbst, der Geist, ist anwesend. Und zwar immer. Und daher sollte auch der Impuls kommen für die Bewegung des Körpers. Edith Stein, eine große Leibesphänomenologin, hat eine Leibesphänomenologie begründet, die dann Merleau-Ponty ausgearbeitet hat und sagt, wir können gar nicht anders als verkörperte Wesen mit unserem Bewusstsein über unseren Leib in der Welt agieren. Also mit anderen Worten, ist jede Bewegung, die der Mensch bewusst vollzieht, ein Beispiel für Geist über Materie. Ein Willensimpuls, der sich in einer Handbewegung dann zeigt. Das Phänomen des Ich, und zwar jetzt in dem Sinne das wirkliche Ich, ich habe ein eigenes Buch dazu rausgegeben zur Ichologie, nämlich das Ich, das transzendentale Subjekt, bewegt. Die Frage ist, wie? Es sind in erster Linie Alltagsbewegungen, sagen wir mal so, funktionale Bewegungen, die wir machen. Wir bewegen uns, indem wir beispielsweise von A nach B gehen. Und der Tanz entbindet uns in gewisser Hinsicht von der Funktionalität der Bewegung. Das heißt, das ist der Moment, wo es möglich ist, tatsächlich ins Spiel zu kommen. Mike hat vom Liebesspiel gesprochen. Es gibt eine eigene Ludologie, eine Spieltheorie. Huizinga hat den Homo ludens besprochen, den spielenden Menschen. Die Frage ist, wie kommt der Mensch ins Spiel? Und wer spielt? Mit was? Das Tanzspiel, der Bruder von Karl Rahner, einem der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, hat dieses schöne Buch Der spielende Mensch geschrieben. Der spielende Mensch. Und eine Theologie des Spiels damit begründet. Und seine Vision des zukünftigen Menschen ist, ein himmlisches Tanzspiel spielen. Er sagt, die Seelen, das höhere Selbst, bewegt sich ästhetisch. Nicht funktional nur, sondern ästhetisch. Und jeder ist in seinem Raumanzug hier anwesend. Mit all den Gebrechlichkeiten, mit all den lichtvollen Elementen, wenn man mal anfängt, seinen Leib phänomenologisch zu untersuchen,
merkt man, dass es da lichtvolle Elemente gibt, die weiterentwickelt sind, andere, die dunkler sind, die man vielleicht gar nicht mal so sehr sehen will, die man vielleicht gar nicht berühren will. Also ist in gewisser Hinsicht der Tanz auch eine Form der Selbstliebe. Der Selbstliebe dahingehend, dass es in gewisser Hinsicht das Allernächste ist, nämlich unsere physische Präsenz, unsere Leiblichkeit, die anzunehmen mit den verschiedenen Aspekten. Eine große Herausforderung. Es gibt Menschen, die berühren nicht mal bestimmte Teile ihres eigenen Körpers. Aber den auch noch anzunehmen, den wirklich zu beleben, den sozusagen zu bewohnen, bis in die Fingerspitzen und in die Zehenspitzen rein, ist die Grundlage für ein wirkliches Tanzspiel. Das Spiel mit diesem Raumanzug. Das sich zu vergegenwärtigen, ist mal der Grund, die Basis. Im Butoh ein Tanz, der aus Japan kommt und der auch das Groteske, das Hässliche in gewisser Hinsicht mit beinhaltet. Weil Tanz muss nicht nur schön sein, Balletttanz und so weiter. Es können alle Ausdrucksformen sein, weil in gewisser Hinsicht ist jeglicher Ausdruck aus einem inneren Empfinden raus. Ob das jetzt eine Scheu ist oder eben eine bestimmte Körperhaltung. Die Frage ist, wie relaxed anwesend bin ich hier drin? So, das kann ja jeder mal reinspüren. Ich spreche und während ich spreche, kann ja jeder schon mal schauen, weil er angekommen ist. Ankommen im eigenen Leib. Den Körper, den ich habe, sagt Karl-Friedrich Graf Dürkheim, aber der Leib, der ich bin, die Präsenz. Wir sind gerade gesessen, was getrunken und so weiter. Jeder hat irgendwelche Wehwehchen vielleicht oder auch nicht, wie auch immer. Körperpanzerungen hat es Wilhelm Reich genannt. Also der erste Schritt ist erstmal hier anzukommen und diesen Leib zu bewohnen, zu schauen, welche Bewegung, vielleicht gerade eine Verspannung irgendwo im Hals oder wo auch immer, durch eine Eigenbewegung zumindest erleichtert, wenn da auflöst. Ich habe diese Form des Tanzes den Flow Dance genannt, wobei das Prinzip uralt ist. Der Mensch tanzt seit Tausenden von Jahren, vielleicht eine der allerersten Ausdrucksformen des Menschen zu tanzen, sich zu bewegen. Und wir sind ja in gewisser Hinsicht kulturell konditioniert durch bestimmte Bewegungsmuster oder eben nicht sich falsch zu bewegen. Dieser Rahmen bietet die Möglichkeit, experimentell mal mit dem eigenen Körper umzugehen. Zu schauen, woher kommen die Impulse vielleicht für eine Bewegung. Und frei. Es gibt keinen Zwang. Auch die Nichtbewegung kann Tanz sein. Das Wesentliche ist erstmal aus den Verspannungen rauszukommen. Wir werden dann eine kleine Auflockerung machen. Die Musik wird uns dann durch verschiedene Phasen führen. Die eigentliche Tanzmeditation wird ungefähr 20 Minuten gehen. Aber die Haltung, die grundsätzliche Einstellung, diesen Moment hier als Experiment zu nutzen, um eine Tiefenleiblichkeit zu erfahren, um in dieses Spiel, in dieses Spielerische, mit dem eigenen Leibesinstrument einzutauchen. Zunächst mal kann es hilfreich sein, durch Klopfen die verschiedenen Körperteile mal zu aktivieren, um zu spüren. Das ist mein Leib, mein Körper. Wachschütteln und sitzen. Und
abschütteln, was bisher so an dem Tag war. Und dann jetzt für diese 20 Minuten dann leidlich anwesend zu sein und zu spielen mit diesem Instrument. Wichtig ist dabei auch, auf den Atem zu achten, einen fließenden Atem. Einen fließenden Atem. Und auch bewusst zu sein, dass es sozusagen ein Zentrum gibt, eine Narbe am ruhenden Punkt der kreisenden Welt ist der Tanz. Wäre der Punkt nicht der ruhende, so wäre der Tanz nicht. Und es ist nichts als der Tanz, sagt Eliot in seinem berühmten Gedicht. Es gibt einen stillen Punkt, von dem aus immer wieder auch der Impuls für den Tanz kommt. Es geht nicht darum, eine Bewegung nachzumachen, sondern jeder, wenn dann auch die Musik anfängt, schaut mal, zu welcher Bewegung authentisch, aus der eigenen Mitte raus, die musikalische Struktur, vielleicht auch das ein oder andere Bild oder Video, das laufen wird, inspiriert, dem zu folgen und in das Spiel einzutauchen. Ihr könnt euch vorstellen, und das ist nicht nur eine Vorstellung, sondern es ist die Realität, wir sind zwar hier in Pomeritz, in diesem Raum, aber wir sind gleichzeitig auf dieser Erde. Wenn ihr euch die Decke vorstellt, explodiert der Raum in alle Richtungen. Das heißt, es ist nicht falsch zu sagen, dass an jedem Punkt des Universums die Mitte ist, wenn sich der Raum in alle Richtungen ins Unendliche ausweitet. Und aus dieser allgegenwärtigen Mitte kommen die Impulse für Bewegung. Oder auch die Impulse der Nichtbewegung. Die Unterlassung ist selbst wiederum eine Handlung. So, das war mal ein bisschen Einfühlung und Einführung in unseren Raumanzug, mit dem wir jetzt spielen werden. Wie gesagt, es geht ungefähr 20 Minuten. Und im Hintergrund laufen auch ein paar Videos, wer sich inspirieren lassen will. Ansonsten einfach der Blick nach innen. Thank you.